Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wochencheckup mit S20 zuerst, wie immer. Genau, es ist Gold-Event, ich habe jetzt leider nicht viel von der Stadtwache bekommen, ist euch bestimmt aufgefallen. War ein ziemlich geringer Betrag, weil ich nicht viel Stadtwache drin hatte, weil ich leider meine Alu gestern nicht so schnell gezockt habe, also die habe ich erst spät abends fertig gehabt. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass es Gold-Event ist tatsächlich, weil letztes Wochenende war ja wieder Vierfach-Event und deswegen hatte ich jetzt nicht wirklich eine Ahnung, also ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich informiert, aber ja, hatte auch so keine Ahnung, was eigentlich für ein Event kommt. Und ja, Gold-Event heißt ja eigentlich wie immer, wir zocken die Alu im Video. Jetzt ist man halt vom Vierfach-Event die Dinger gewöhnt, ne? Ja, machen wir erstmal die da, weil die Quests sind eigentlich alle ziemlich schlecht gewesen. Genau, und ja, heute können wir auf jeden Fall endlich mal wieder im Wirbelwindsturm ein bisschen vorankommen, weil wir fast ein komplett leeres Inventar haben. Was ich leider überhaupt nicht bekommen habe, sind schwarze Edelsteine, wobei man sagen muss, teilweise sind die echt schon ziemlich veraltet. Bei den Handschuhen ist 420 auf alle Attribute, das hier sind die Handschuhe, ne? Ja, ganz ehrlich, das können wir eigentlich schon benutzen. In meinen Augen ist es besser. 72 Millionen und 6,6 Millionen. Ja. Ja, ist besser. Genau. Gut, der schwarze Edelstein ist schon echt schlecht, muss man sagen. Also der ist wirklich nicht gut. Und verdammt, die hätte ich in die Toilette werfen können. Verdammt, 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 verdammt. Mist. Egal. Dann kämpft man noch. Was? Okay, sie hat einen Levelvorteil, aber what? Ich habe 6000 Geschick mehr? 6600 sogar, was halt ultra viel ist und 16 Millionen Leben. Na gut, ich wurde relativ knapp übercrittet. Oh, wow. Warte mal, den Kampf würde ich sehen. Schau mal, ich nie. Die hat nicht mal Tränke drin? Na, die weicht wahrscheinlich nur aus. Na, die weicht wahrscheinlich nur aus. Und dann haue ich wahrscheinlich einen Schlag noch rein, genau. Und das war der letzte. Wow, okay. Also das war wirklich fett Glück auch von ihrer Seite aus. Gleich mal steigern hier. Hätte ich vorher machen sollen, hätte man gewonnen. Offensichtlich. Genau. War das 2%? Ja, nice. 2% gemacht, sehr gut. Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns erstmal die nächste Quest ab. Beziehungsweise hauen die nächste Quest rein. Oh, ja, die ist saftig. Genau, dann drehen wir 20 Mal am Glücksrad. Einmal Pilze. Einmal Pilze. Einmal Pilze? Ach, come on, man. RIP. Ah, Kopfbedeckung kommt direkt zur Hexe. Und die anderen beiden Teile kommen zum Schmied. Und dann haben wir sie schon wieder Inventar gleich wieder freigeräumt. Genau. Ja, dann können wir von mir aus eigentlich das Ding hier noch weiter verbessern, weil tatsächlich müssen wir noch ein Item müssen wir 10-mal verbessern, nachdem es jetzt mit der Waffe leider nicht geklappt hat. Mal gucken, wie teuer das nochmal war. 40.000 hat das, glaube ich, gekostet, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt kostet's. Ja, jetzt kostet's. Ah, Moment mal, jetzt ist es 8-mal verbessert. Nein, wir müssen es 10-mal verbessern. Ja, okay, machen wir nicht. Wie viel habe ich jetzt? Hat gar nicht mal so viel gebracht, tatsächlich. Ja. Ja, von den Kosten her ist es wahrscheinlich schon relativ unworth, aber hier werden wir dann hoffentlich auch tatsächlich mal die, ups, falsches Item, hoffentlich tatsächlich auch dann mal die eingesetzten Kristalle zumindest zum Teil zurückbekommen, nicht so wieder bei der Waffe. Und genau, ja, trotzdem wird für die Errungenschaft muss ich einmal was 10-mal verbessern, also ich werde es wahrscheinlich einfach mit dem Teil machen. Aktuell mit das aktuellste Epic. Und von dem her passt es schon. Genau. Dann können wir hier einen Versuch machen, aber das war ja der ultra starke Magier. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, genau. Na gut, wo wir tatsächlich einen Versuch machen könnten, wäre hier. Das würde ich dann eher am Ende machen. Ach, schon wieder einen schwarzen Edelstein, aber wir finden halt nie einen großen. Das regt so auf, ey. Unbelievable. Mist, ich hab verloren. Upsi. Oh, nice. Der hat fette Ressourcen. Passt, bin ich zufrieden. Und hier, oh, Wächterstufe 15. Wir sind fertig, nice. Das heißt, das ist 20.
Ja, bauen wir definitiv die Zeitmaschine aus, weil alles andere ist in meinen Augen ehrlich gesagt ziemlich sinnlos. Weil wir brauchen keine Seelen. Und gut, okay, Gold. Aber naja, Gold setze ich jetzt niedriger an als Erfahrung. Beziehungsweise bei der Zeitmaschine kriegt man auch Gold. Also ja, natürlich ist es mehr, aber naja, es dauert eh nur 2 Tage. Es geht ja voll schnell. Genau. Und dann können wir eigentlich tatsächlich mal den Wächter hier für 39 Millionen können wir den mal upgraden. Kostet schon über 1 Million. Ich weiß, bei manchen Leuten kostet es einmal kompletter Seelenspeicher voll. Bla bla. I know that. Genau. Jetzt ist er 478 mal verbessert. Mal gucken, wie jetzt unser aktueller Gegner hier aussieht. Der hat sogar Top-Tränke drin und ist auch ein aktiver Spieler. Und ist nicht mal mehr ein feuchter. Ja. Nicht mal mehr ein feuchter Furz für uns. Das gefällt mir. Dann können wir ja eigentlich. Was ist der höchste Magier? Barney. Ist gerade mal 7 Level höher. Schade. Ja, einen Kundschafter würde ich niemals herausfordern. Was man herausfordern könnte, wäre tatsächlich der Krieger. Aber ich glaube, das lassen wir mal auch lieber. Ja. Naja, dann würde ich sagen, greifen wir Barney an. Zumindest 7 Level höher. Ja, dürfte eigentlich genauso aussehen, der Kampf. Aber, wie gesagt, immerhin 7 Level höher und vielleicht noch 1000 Mal noch 100 Mal verbessern. Vielleicht kann man es dann mit dem Krieger aufnehmen. Also, dass es halt auch immer ein Safe Win wird, dass es halt quasi eins von 1 Million eigentlich ist, dass man den Kampf verliert. Wobei es, wie gesagt, eigentlich vollkommen egal ist, ob man den Kampf gewinnt oder verliert, weil Unterwelt ja dann quasi eh fertig ist. Okay, die Quests sind auch wieder nicht so gut. Nehmen wir mal die an. Und, na, ganz ehrlich, überspringen wir sie gleich. Ich kann jetzt mit zu langen Quests kann ich jetzt nichts anfangen. Oh, die ist tatsächlich nicht schlecht. Okay, nehmen wir Mann, ich will doch nun schnell eine kurze Quest. Ich will hier weitermachen. Lol, wie die einfach besser ist als die beiden roten. Was wahrscheinlich Goldquests waren. Es gibt's ja nicht jetzt. Ah, oh, Mist. Kam endlich eine gute kurze, dann kam auch eine gute lange. Oh Mist, die ist halt auch wieder nicht schlecht, aber die gibt nicht viel Gold. Okay. Wie viel Sandton habe ich noch? 164. Ja Mist, die sammeln sich nie an, weil die ganze Zeit gute Events sind am Wochenende, wo ich immer die Alu überspringen muss. Genau. Aber gut, dann Wirbelwind. 10 Pilze, habe ich gesagt, immer pro Video, also bis 43. Nummer 1. Wir suchen nach Kopfbedeckungen übrigens. Mist, jetzt kosten echt allein Pilz die Versuche. Keine Gratisversuche mehr. Schade, schade, schade. Okay, jetzt machen wir tatsächlich eine Ausnahme und greifen hier noch an. Weil ich einfach, Leute, die Spinne hat mir gerade im Wirbelwindsturm als Gegner. Weil ich einfach probieren will, ob wir den schaffen können. Aber es ist tatsächlich ein Kundschafter. Was ich hier bei den Dungeons hier so krass finde, ist, dass die eigentlich voll wenig Leben haben und auch voll wenig Attribute. Aber die machen so viel Schaden. Beziehungsweise sind trotzdem so stark einfach, obwohl die Attribute eigentlich gar nicht so krass sind. Na, come on. Okay, jetzt hatte ich. Alter! Die ist viermal hintereinander ausgewichen. Ah, ich wollte schon sagen, das kann ja nicht wahr sein hier. Schade, ein Glücksepic. Schade, schade, schade. Noch was für die Toilette. Und das wäre der nächste Gegner, der Herrscher der Neun. Oh. Etage 18, by the way. Oh, nice. Aber gut, bei dem hier sind wir auch bei 19 stehen geblieben dann. Genau, wir haben keine Kopfbedeckung bekommen und ich denke mal, das ist alles für die Hexe, oder? Ja, okay, passt. Aber für den Schmied haben wir eh nichts mehr, wir sind ja fertig für heute, genau. Dann, ja, spielen wir die Alu noch fertig, in Anführungszeichen. Also spielen wir jetzt erstmal so 150 vielleicht runter. Ein bisschen was muss ich ja so noch spielen wegen den Pet-Angriffen. Also eigentlich nicht. Eigentlich wäre es Glück, wenn man es nicht so macht, aber sonst vergesse ich es einfach. Ach du Scheiße. Nehmen wir mal die kurz an und überspringen. Na, die ist nicht schlecht. Uiuiuiui.
Ist immer schwierig, ich weiß nicht. Ich weiß, ich sage jedes Mal das Gleiche. Aber ich, keine Ahnung. Manchmal nehme ich die erfahrungsmäßig bessere an, dann doch wieder Gold. Ja. Hat kein wirkliches System mehr. Irgendwie nur auf Gold gehen. Es hat schon seinen Vorteil, aber je höher du bist, desto mehr Gold kriege ich. Das denke ich mir dann immer wieder. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt einfach noch 10 Level mache, kriege ich ja beim nächsten Gold-Event sowieso viel mehr Gold. Ich meine, lass mich einfach die 10 Level machen, dann easy. Aber das ist halt eigentlich Schwachsinn. Also, keine Ahnung, es ist irgendwie beides, ich weiß nicht. Okay. Dann nehmen wir die kurze an. Die kurzen sind eigentlich meistens die besten. Für zumindest erfahrungsmäßig. Nehmen wir die an und springen wir die. Machen wir mal eine 5-minütige. Uff. Oder auch nicht. Die gefällt mir gerade gar nicht. Ich verschwende meine ganzen Sand nur auf die Art und Weise. Ach Gott, was sind das für Quests jetzt? Das kann ja nicht wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, also. Alright, dann jumpen wir nämlich kurz zu S25, wo es nicht viel zu berichten gibt, außer einer Toilettenspülung habe ich gemacht, gestern tatsächlich, und habe leider aber hier das Glücks-Epic rausbekommen, habe es auch direkt wieder in die Toilette geschmissen zum Spülen und ja, jetzt war das zum Schmied. Was, es gibt nur 99? Alter, ernsthaft? Das ist ja voll schlecht. Naja. Wow, ich habe nur noch 14 Sanduhren. Was ist das hier, ein Kundschafter? What the f... Alter, das ist doch nur Scherz. Ey. Was war denn das jetzt für eine Serie? Krass. Sowas hätte ich gern wirklich bei meinem Kundschafter. Ja, das Problem ist, beim Krieger muss ich dann die Alu tatsächlich zocken, weil ihr habt es gerade gesehen, 14 Sanduhren... Damit kannst du nicht wirklich was anfangen, ne? Aber gut, das 5er-Event, das hat halt seine... es hat etwas gekostet, einfach ressourcentechnisch. Und es ist klar, dass man dann als danach nicht mehr so gut aufgestellt ist. Und naja, ich meine, ich kann nicht jedes Wochenende alles überspringen und dann halt immer meine Sanduhr noch übrig haben als 100 Ado-Spieler. Das geht halt einfach nicht. So, hier sind wir beim Wirbelwindsturm, mittlerweile schon bei Etage 415. Ich hatte tatsächlich diese Woche einen Kampf. Da sind aber, glaube ich, auch alle meine Tränke abgelaufen gewesen. Aber trotzdem hatte ich einen Kampf, da hatte ich tatsächlich nur noch die Hälfte des Lebens. Ja, also noch, also schon eher in dem Bereich hier. Also natürlich so gesehen noch locker easy geschafft, aber naja, schon ordentlich. Also der Gegner hat schon ordentlich reingehauen dann. Und ja, wird langsam gefährlich, was das angeht. Also es kann tatsächlich sein, dass wir irgendwann... Wenn wir mal wieder keine Tränke haben, tatsächlich den ersten Kampf verlieren, also nicht allzu ferner Zukunft, das sind 2-3 Wochen vielleicht sogar schon. Manchmal vergesse ich es leider, den täglichen Wirbelwind-Gegner zu besiegen. Ups, warum kann ich nicht angreifen? What? Wow. Missklicks des Todes oder Misstastendrücke besser. Fettfingers. Genau, hier baut auch noch der Wächter aus und wenn der fertig ist, sind wir wieder gleich gezogen mit S20. Und dann werde ich es auch so machen. Zeitmaschine Max. Goldgrube ist ja, glaube ich, unendlich, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie so. Ja, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem erstmal die anderen Gebäude auf 15 machen, aber das dauert eh nicht lang. Ja. Also gut, die letzten Stufen dann wahrscheinlich schon leider. Aber ich meine, jetzt hier Stufe 8 dauert 10 Stunden. Das dauert sogar noch 2 Stunden. Also, ich sag mal, in einem Monat hat man wahrscheinlich fast alle Gebäude dann auf 13 oder so und dann passt das schon. Genau. Hier sind seit Wächter fast genauso weit verbessert. Ein bisschen weniger. Wobei ich glaube, na, nevermind, ist fast genauso hoch tatsächlich, ja. Genau, hier weiß ich gar nicht, was ist da der höchste, ist es auch ein Krieger? Ich glaube schon, oder? Genau, 512 tatsächlich. 512 und 511, beides Krieger. Hm, 503 ist auch ein Krieger, 508. Oh Mann, alles Kundschafter oder Krieger, nochmal 508 Krieger. Ah, belastend.
Magier ist der höchste, 400. Nein, das ist wahrscheinlich sogar die, die ich die ganze Zeit angreife. Ja. Wahrscheinlich. Naja, okay. Ja gut, dann hätten wir eigentlich, können wir noch einen Arena-Kampf probieren. Wir haben einen Geschicktrank drin, also können wir einen Kundschafter. Autsch. Ich meine, gut, okay, ich habe keinen Stärketrank drin, habe nur 24.000 Stärke. Ich habe mehr Ausdauer als Stärke. Aber trotzdem, wow, das war eine harte Klatsche. RIP. Rippity RIP. So. Dann können wir hier ein bisschen skillen. Wir nicht nochmal verlieren. Oh, kommen wir auf 33.000 Geschick. Hätten wir locker, wenn ich meine alte Waffe nicht verkauft hätte. Ich kann nicht aufhören, Salz in die Wunde zu streuen. Na, wobei hätten wir nicht locker, wenn ich. Ja, Schwachsinn. Aber meine Werte wären allgemein besser. Ich hätte 1000 Geschick weniger vielleicht. Und dafür nicht mal ganz wahrscheinlich. Und dafür fast 3 Millionen mehr Leben. Belastend, belastend. So. Der klar verdiente Win. Und dann gucken wir mal, wenn wir noch ein paar lange Quests haben, die sich lohnen. Ja, die sieht nicht schlecht aus. Sogar wegen Kopfbedeckung und der Hexe, die heute Kopfbedeckungen braucht. Aber wenn sie jetzt dann wieder mit den kurzen Quests kommen, würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss. Und dann zeuge ich den Rest mit den Petkämpfen noch. Beziehungsweise die 10er kann ich ja überspringen und dann ist die Aloe eh fast weg. Wenn ich jetzt die 10er Quests noch überspringe. Passt. Dann zack, zack, zack. Haben wir noch die Kopfbedeckung zur Hexe. Passt auch. Und dann sind wir fertig an dieser Stelle. Langsam geht's voran. Wieder mit dem Level. 413, schon wieder die Hälfte vom 414 geschafft. Ja, werde jetzt wieder, also ich werde jetzt auch wieder ein bisschen probieren, dass wir jetzt wirklich alle Dungeons noch schaffen, die wir können. Und dann heißt es halt abwarten, beziehungsweise Wirbelwindsturm halt so weit machen, wie es geht. Aber gut, ich meine, bis wir da fertig sind, jetzt wo es auch jedes Mal Pilze kostet, wenn wir jede Woche nur 10 machen, werde ich es wahrscheinlich tatsächlich jetzt auch so machen, wenn sie jetzt wirklich Pilze kosten, dass ich auch unter der Woche, wenn ich solo zocke, dass ich immer wieder einen Gegner lege. Ja. Also das heißt, beim nächsten Wochencheckup wird es hier wahrscheinlich mindestens 386, wahrscheinlich so 390 schon sein. Weil es halt irgendwie sinnlos ist, dafür die Pilze auszugeben, wenn man ehrlich ist. Also ich meine, ja, fürs Video kann man schon ein bisschen was investieren, mache ich ja auch, aber naja, das ist halt fast schon sinnlos, muss man eigentlich sagen. Und dementsprechend werde ich dann auf jeden Fall probieren, dass ich die gleiche Anzahl der Gegner, die ich im Video mache, unter der Woche noch zusätzlich mache. Quasi, dass ich mir die Hälfte der Pilze, die ich sonst im Video ausgeben würde, sparen kann. Ist ja auch schon mal was. Genau. Und so bleibt das Video weiter. Zumindest noch ein bisschen entertaining. Wenn der Wirbelwindsturm abgeschlossen ist und wir auch so eine Dungeons haben, dann wird es fraglich, was wir jede Woche machen. Aber gut, so weit sind wir ja noch nicht. Und ihr könnt dann auch noch sagen, was ihr so sehen wollt. Genau, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.